Ist wohl wie gesagt noch nicht ganz so wirklich voll, hä? Wenn da überall die Einser rumtanzen auf den Siebenern, fehlt noch sehr viel Wasser. Gut. Ach ja. Nee. Was ich hier jetzt machen soll, habe ich noch gar keine so wirkliche Ahnung. Weil da waren ja vorher meine Wachhunde. Dum, dum, dum. Schmied ist ordentlich am Arbeiten. Gut. Das ist echt doof, dass ich meinen Weaponsmith verloren habe. Ich glaube, damit kommen wir schon irgendwie klar. Ja, Wasser füllt sich langsam. Ja. Gut, das nächste, was so auf der Planung steht, ist wie gesagt, den Refuse-Stockpile fertig machen. Dann hier, wie gesagt, noch eine Baracke anschließen mit 16 Räumen. Und hier drüben kommt ein Schießstand hin. Ja, dann hätte sich das hier nämlich erledigt. Und was ich mit der Brücke mache, überlege ich mir noch. Also mal abgesehen davon, dass wir sehr, sehr viele Steine haben. Hoffe ich mal, dass wir jetzt langsam immer mehr vorankommen. Was wir übrigens auch noch brauchen, sind irgendwann Individual Combat Drill. Also manche arbeiten, machen auch Training, während sie Freizeit haben. Was wir also unbedingt noch brauchen, sind mehr Leute für die Verteidigung. Was sagen die beiden jetzt mittlerweile? Oburab? Gabro Amulett. Du bist ein Hundelederturban und du bist das. Die Gabro-Figurine, genau. Sehr gut. Und das Wasser füllt sich immer mehr. Was liegt da? Boah, Burglampe. Hat wohl einer gefischt. Ich wundere es eh mittlerweile, dass meine Fischer nichts mehr ordentliches bringen. Kupfer Battle Axe. Warum man den General die auch immer fallen gelassen hat. Ah, er hat sie wieder aufgesammelt. Auf allen Feldern ist gerade was, außer auf den Rocknut-Feldern. Das heißt, add new task, back, repeat, so. Den Trash-Tail mal wieder was zu tun geben. Ja, das ist echt eine schleppende Arbeit, bis der Refuse-Stockpile mal fertig ist. Und dann müssen wir noch die ganzen Steine da rausräumen, die jetzt immer mehr anfallen. Und wir haben wieder eine Forgotten Beast. Okay. Pause. Military. Alerts. Panic Room aktivieren. Squad K. A. K. Aufstellung. Jetzt, nee, halt. Move. Hierhin. So.
alle Leute bereithalten. Gucken, wo das Vieh ist. Uninvited Guest. Okay, so wird das mittlerweile genannt. Zoom Creature. Na, die Haustiere sollten auch langsam gucken, dass sie reinkommen. Okay, er kommt. Er kommt, er kommt. Und Mist, ich habe niemanden, der aufs Knöpfchen drückt. Das ist jetzt doof. Jetzt muss ich mal schnell in die Burrows gehen. Burrows, Burrows, Burrows. W, make Burrow. So, Panic Room würde ich gerne erweitern. Um dieses Gebiet hier. So, das gehört noch zum Panic Room dazu. Und dann soll mir bitte einer den cool. Jetzt muss ich gerade überlegen, welcher Lever es war. Pull mal einfach alle. New Task, pull Lever, pull Lever, pull Lever, so. Sollte ganz schnell einer Levers pullen. Genau. Sehr schön. Und er wird beschossen. Squad. Move-Befehl. Moved mal hier hin. So. Und beschießt es. Was sagt der Combat Report? Bronzebolzen fliegen ihm in die... ihm in den Körper. Gucken wir uns mal kurz an. Nö. Das war V. So, gucken wir mal kurz, wie es ihm so geht. Wunden. Oh ja, er kriegt gut was ab. Schön weiter schießen. Eigentlich können wir ja schon mal im Militär unter A den Alarm aufheben. Sir, here's the list. Looks like we're out of these things here, you see? Ach, yes. We need to build some of these. Und wir brauchen Floodgates. So, schießt weiter schön auf ihn. Hier steht da sogar sehr günstig. Da sind viele, die auf ihn schießen können. Sofern wir noch Bolzen haben. Sag bloß, ihr seid jetzt alle ohne Bolzen hier. Inventory. Dockleder Armor. Wo ist der Quiver? Der müsste auf der zweiten Seite wahrscheinlich sein. Ja. Ja, ihr habt keine Munition mehr. Hier sind Crossbows und eine Battle Axe. Squad. A. Cancel Station.
Der soll erstmal da bleiben, wo er gerade ist. So, was machen wir jetzt Tolles? Wenn ich mir mal kurz ins Militär, ins Schedule gucke, sind die Jungs gerade wohl welche Zeitraum haben wir denn gerade? Nee, M nicht, U auch nicht. Reports. Ah ja, wir haben Galena. Galena sind sie, glaube ich. Ach, da steht ja immer, was gerade das Augenblicklich ist. Galena sind sie nicht beim Trainieren. Okay, aber das Vieh ist schon mal ziemlich angeschlagen. Hat ein paar Bolzen in sich stecken. Ein paar sind runtergefallen, ein paar Bolzen. Hat aber ziemlich gute Wunden schon abgekriegt. Thorax, Abdomen. Nur der Kopf noch nicht. Was bist du eigentlich für ein Viech? Teffin Hufbär. Gucken wir mal kurz. Ein Invited Guest. Ach so, das war der einäugige Beetle. Gut. Ja, er ist auf unserer Todesbrücke gefallen. Was machen seine Wunden eigentlich? Hat er irgendwas Schweres wegstecken müssen? Guts. Ja, also seine Innereien kommen langsam raus. Stocks. Ammo. Liegt alles Mögliche rum. Deswegen UM Q Bone Bolts 30 Stück. So. Und ja, wir kommen nicht nach draußen. Das ist ein Problem, weil das Wasser draußen auch langsam wieder versickert. Ah, jetzt, wo nicht nachgefüllt wird. Was sagen die Hunde? Die sagen, ihre Zone ist bereit. So. Das heißt, Zone wird ordentlich groß gemacht. So. Pen Pasture. Und da kommen jetzt alle Hunde hin, die noch nirgends zugewiesen sind. Also Hunde, und Puppies. Obwohl das meiste schon Hunde zu sein scheinen. Also ja, wenn wir Hunde schlachten, dann kommen wir noch eine Weile über die Runde. Also kann der ruhig noch ein bisschen auf der Todesbrücke sitzen bleiben. So. Ich hoffe, mein Bonefuzzi ist dann fleißig bei der Arbeit. Während der da weiter rumsteht. Welches Dings haben wir denn mittlerweile? Immer noch Galena. Okay. Die Leute kommen nicht raus, aber er kommt auch nicht rein. Gut. Wichtig ist, dass wir jetzt mal mehr Munition kriegen. Der hat immer noch ein Mandat. Achso, das Floodgate. UM Q Floodgate.
Rock Floodgate 1. So. Gut. Ich würde mal sagen, wir beenden die Aufnahmesession für den Augenblick. Und gucken dann, wie es beim nächsten Mal, wie sich das weiterentwickelt mit unserem Freund hier. Also ja, wir haben bis jetzt noch keine Invasion, die wir zurückschlagen müssen, aber wir haben den hier vor der Nase. Gut. Also. Kurz mal nach der Munition gucken. Knochenbolzen sind gar keine mehr da. Das könnte problematisch werden. Aber gut, ich sag jetzt mal bis zum nächsten Mal dann. Bis bald.